Ringen. Das ist der Final. Willisau und Hergiswil werden am 5. Dezember um den Schweizer Meister kämpfen. Bereits am Samstag sind die Weichen dafür gestellt worden. Hergiswil schlägt Kriesere daheim vernichtet mit 24-12 und Willisau bezwingt Schattdorf noch deutlicher 26-11. Das heisst, weder Kriesere noch Schattdorf haben reelle Chancen im Rückkampf, diesen enormen Rückstand wieder aufzuholen. Das heisst auch, Kriesere und Schattdorf fighten um einen dritten und vierten Platz, Willisau und Hergiswil um einen ersten und zweiten. Ausser es käme ganz anders. Olaf Brand, Cheftrainer von Hergiswil, 24-12 gewonnen gegen Kriesen. Hat man das so erwartet? Ja, ich sag mal so, in der Vorrunde haben wir verloren, beide Kämpfe. Und heute haben wir die Leistung einfach mal abgerufen, die wir auch im Training bringen. Und wir haben ein gutes Publikum gehabt, was uns unterstützt hat, zu 100%. Und jeder Einzelne war auf dem Punkt fit und hat meistens sogar in der ersten Aktion seine Chance gepackt und hat souverän gepunktet für die Mannschaft. Zur Pause schon eine satte Führung gehabt. Ja, und es ging nach der Pause genauso weiter. Hergiswil Kriesere, die einzelnen Begegnungen im Überblick. In der Kategorie 57 kg Freistil gewinnt Pascal Jungo gegen Patrick Bettig souverän 16-0 durch technische Überlegenheit, 4-0 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Bei 61 kg Greco gewinnt Thomas Wiesler gegen Christoph Wetterwiler ebenfalls mit technischer Überlegenheit 16-0. Bei 65 kg Freistil verliert Marco Hatu äußerst knapp gegen Marc Dietsche nach Punkten 2-2 wegen einem niedrigen Resultat. Ein Mannschaftspunkt für Hergiswil, zwei für Kriesere. Der Patrick Stadumann holt gegen David Hungerbühler ein 10-6, damit 2-1 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Der Ellen Kacenari verliert gegen Steven Graf 1-6 nach Punkten, 1-3 Mannschaftspunkt für Kriesere. Ohne einen Punkt von der Matte gehen muss der Martin Grüter im Duell gegen Fabio Dietschi 0-3 Mannschaftspunkt für Kriesere. Der Benno Jungo bezwingt den Damian Dietschi mit 4-2, 2-1 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Der Thomas Suppiger lässt im Jürg Hutter keine Chance. 17-0, technische Überlegenheit, 4 Punkte für Hergiswil, keine für Kriesere. Der Martin Suppiger holt gegen Sandro Moser 16-3, damit 3-1 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Und der Akos Koriza bezwingt überraschend den Philipp Hutter 10-2, damit 3-1 Mannschaftspunkte für Hergiswil zum Schlussstand von 24-12. Der ausgezeichnete Ringer heute vom Abend war Akos Koriza. Was hat er Besonderes gemacht? Ja, wie ich schon gerade sagte, er hat seine Chance genutzt. Er hat einen sehr starken Gegner gehabt und hat die angeordnete Bodenlage dann zu 100% genutzt, hat einfach zugefasst, sich ein Herz gefasst, den Arm mit eingeschlossen und hat dann am Stück 10 Punkte gemacht mit 3 Rollen und einem Ausheber. Und er hat den höher bewerteten internationalen Ringer, den Philipp Hutter, klassisch ausgepunktet mit einer Fassart und hat dann 10 Punkte hintereinander gemacht. Und das ist schon die Auszeichnung wert. Wenn wir auf die einzelnen Kämpfe blicken, wie sind da die Resultate? Ja, da muss ich auch wieder den Zettel zur Hand nehmen. Der Pascal hat auch seinen Gegner technisch überlegen geschlagen, ganz souverän, schön konzentriert, ohne viel Risiko, hat einen ausgepunktet und 4 Punkte für die Mannschaft geholt. Das ging dann nahtlos so weiter. Thomas Wissler, auch sein Mann, klassisch ausgepunktet, eine Fassart, hintereinander die Rollen gemacht und eigentlich hätten die beiden genauso ausgezeichnet werden können. Also eigentlich gehört der ganzen Mannschaft eine Auszeichnung für die Leistung, die sie abgerufen haben. Dann der Marco Hodel. Der kam jetzt nach einer Verletzung zurück,
hat knapp den Kampf mit einem Punkt verloren und ist trotzdem alle Ehren wert. Hat noch Trainingsrückstand, aber ich sag mal so, in ein, zwei Wochen ist er auch topfit. Dann kam der Patrick Stadelmann, der hat erst 6-0 zurückgelegen und musste sich gegen einen guten Mann, gegen den Oberbühler, in Fight zurückkämpfen, hat das gemacht, hat sein Herz in die Hand genommen und hat dann trotzdem noch souverän gewonnen und hat die Punkte gesichert für die Mannschaft. Der Allen kam dann und der hatte natürlich auch einen internationalen starken Ringer und das war in langer Zeit ausgeglichen und letztendlich hat er den Kampf dann knapp verloren. Aber ich sag mal so, alle Kämpfe gewinnen, das ist das im Halbfinale ist immerhin der Spitzenreiter der Liga, ne? Und da muss man sich auch mal eine Niederlage eingestehen. Der Grüter Martin, der hat auch nochmal eine taktische Sache gemacht. Da war nochmal im letzten Kampf richtig Euphorie dabei. Die Kampfrichter haben die ganze Zeit eine super Leistung gebracht, muss man sagen. Aber ich sag mal, im letzten Kampf haben sie sich dann doch ein bisschen vertan. Sind auch Menschen, kann passieren. Wenn man daraus lernt, ist es in Ordnung. Ne? Aber die eine Aktion, ist eine Auskämpfsituation nach außen und unser Mann ist ganz klar nach der Auskämpfsituation hinten dran und macht normal die zwei Punkte und sie schenken es dem Gegner. Und das sollte eigentlich so nicht sein. Das Regelwerk ist ganz klar. Der Jungo, der Benno, der hat dann auch einen super Kampf gemacht, ganz taktisch gerungen, hat einen starken Gegner auch gehabt und er hat eins nach dem anderen abgearbeitet und auch wichtige Punkte für die Mannschaft und einen Sieg geholt. Thomas Suppiger hätte heute auch genauso ausgezeichnet werden können, kommt auch von der Verletzung zurück, hat diese Saison nicht einen Kampf gemacht und hat heute gezeigt, dass er doch absolut Schweizer Spitze ist und auch, sag ich mal, international könnte er auch ringen. Und der Thomas hat seinen Gegner einfach deklassiert, schön strukturiert gearbeitet, nicht überhastet und hat ihn dann ausgepunktet, technisch überlegen. Sein Bruder, der Martin, genauso. Erste Aktion, gleich 10 Punkte hintereinander gemacht und dann noch 2-3 Sachen. Dann hat ein bisschen die Puste gefehlt, aber da sind wir im Training dran. Nicht jeder kann, sag ich mal, gleich topfit sein. Ne? Das Training müssen wir auch schon immer noch ein bisschen anziehen und dann für einen Schwergewichtler ist halt Freistil sehr anstrengend, weil das Oberschenkel zieht sehr viel Sauerstoff und der Martin hat seine Sache top gemacht und auch souverän gewonnen. Ja, und wie gesagt, der Akosch, der wurde ausgezeichnet und da muss ich nicht mehr zu sagen. Der Situation entsprechend der Trainer der Hugo Dietschi von Krieseren weniger euphorisch. Euch ist das Lachen noch nicht vergangen, oder? Gerade vorher, wenn ihr noch das Lächeln können, zaubern könnt. Na gut, dann ist es nicht, das ist Sport. Man kann mit Niederlagen umgehen, aber es ist schon eine Serie, es ist noch nicht fertig. Genau. Ihr habt ja eben anfangs der Saison gegen Hergiswil gewonnen, jetzt habt ihr verloren. Wie geht es nächstes Mal aus? Ja gut, das ist natürlich eine ganz andere Dimension. In den Ligakämpfen und Halbfinale. Im Halbfinale musst du immer alle Leute an Bord haben, die springen können. Das ist uns heute nicht ganz gelungen. Wir haben Absenzen gehabt. Irgendwie hat das volle Kader können, aus dem vollen Kader schöpfen. Und da hat sich ausgezeichnet. Eben, wo führen ihr jetzt die 24-12 Niederlage? Auf was für Gründe führen die zurück? Ja gut, zum einen mal, ja. Ich sage, es war heute einfach besser gewesen. Zum anderen haben wir nicht aus dem Vollen schöpfen können. Uns hat einer gefehlt, der normal in der Aufstellung ist im Halbfinale. Und ja, wie gesagt, es war einfach besser gewesen heute. Da hat es quasi auch ein bisschen eine Eigendynamik bekommen. Es ist ja so, wenn du mal gut in den Kampf hineinkommst, dann kann die ganze Mannschaft die Fahrt aufnehmen. Und genau das ist passiert. Wer hat bei euch auf eurer Seite aus überrascht? Ja gut, überrascht. Ja, überrascht. Und die hohen Niederlagen natürlich, klar. Alle hohen Niederlagen haben überrascht. Alles andere ist normal. Mit was habt ihr gerechnet, als ihr hierher gekommen sind? Ja gut, ich wusste, dass es viele knappe Kämpfe gibt. Dadurch, wir 57 nicht so besetzt sind, wie ich es geplant habe. Ich habe gewusst, dass der Start schwierig wird. Und das Ziel war, den Startkampf zu überbrücken und dann Fahrt aufnehmen. Aber es ist nicht ganz gelungen. Jetzt
bis zum nächsten Mal. Was machen wir mit der Mannschaft? Ein bisschen aufbauen oder das umstellen? Nein, jetzt gibt es noch was. Wir haben nichts zum Verlieren. Jetzt erst recht. Und so wird die Stellung sein. Gut, danke vielmals. Wie der Trainer für einen Halbfinal-Rückkampf aufstellen wird, ist sicher spannend. Matchentscheidend wird es wohl eher nicht sein, ausser der Hugo Dietsche könnte zaubern. Tergiswiler Ringer stehen bereit, Mann für Mann, komme, was da wolle. Dementsprechend optimistisch der neue Hergiswiler Cheftrainer, der Olaf Brand. Ja, jetzt haben wir noch den Rückkampf gegen dieselbe Mannschaft. Wir haben 12 Punkte Vorsprung und die gilt es zu verteidigen. Wir werden die Woche wieder hart trainieren, werden uns gut vorbereiten und wir werden dorthin fahren und versuchen auch den Kampf zu gewinnen. Wir werden die Mannschaft nicht unterschätzen, wir werden uns nicht ausruhen. Wir sind auch noch nicht im Finale, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Okay, gut. Was war der entscheidende Unterschied zwischen der letzten Niederlage gegen Griesen, jetzt heuer, und diesem Sieg? Naja, man muss das so sehen, so eine Saison ist auch lang und da muss man halt auch mal eine zweite Reihe haben, die man einsetzt. Und es gehört auch dazu, bei so wenig Mannschaften in der Liga, dass man auch ein bisschen taktiert. Und da muss man halt seine Waffen, sag ich mal, ein bisschen zurückhalten in der Hinterhand und dann zum richtigen Zeitpunkt müssen die Leute topfit sein und oft muss man die Leute auf die Matte bringen. Und wenn man das schafft, dann kann man auch mal den Spitzenreiter mit 24-12 schlagen. Okay, danke vielmals. Bitte. Auf ein neues im Halbfinal-Rückkampf, nochmal so eine Leistung nächstes Wochenende, der allerdings in Krieseren. Nächste Woche nochmal so eine Leistung, das kann man auch vom zweiten Kampf am Abend, der in der BBZ-Halle Willisau stattgefunden hat, sagen. Die Einheimischen haben die Schattdorfer mit 26-11 buchstäblich in Schatten gestellt. Turner kümmern das wenig. Sie sind zum ersten Mal im Halbfinale und haben vorgängig, respektabel, den Schweizer Meister Freiamt in die Wüste geschickt. Da ist auch eine Niederlage ein Sieg. Dementsprechend unverkrampfte Situation für Chateau 4 für Willisau vor und nach dem Kampf. Der Schattdorfer Trainer Michael Jauch zieht Bilanz. Schlussendlich hat es also nicht ganz gelangt, aber ich sage, wir sind sicher mit der Teamleistung sind wir sicher eigentlich sehr zufrieden. Wir haben wirklich ein paar super Kämpfe gezeigt. Insgesamt haben wir noch 3 Kämpfe gewonnen. Und 2 sicher eher ein bisschen überraschend, wo man sagen, super gekämpft und das Optimum rausgeholt. Ja. Das ist eben genau das Stichwort. Wer hat von eurer Seite überrascht, wo ihr denkt, wow, das hat es nicht erwartet? Ja, ist sicher, 65 Kilo ist sicher der Gerig Simon. Der hat sicher einen brutal starken Kampf gezeigt heute. Sage, das ist eigentlich einer, der eher ein Gewicht 2 tiefer noch eingesetzt würde werden. Aber durch das, was er eigentlich noch im Militär ist, hat er es machen müssen und hat er eigentlich nicht Gewicht machen können. Man sieht es an, der Willisauer Trainer ist zufrieden. Thomas Bucheli, Trainer von Willisau, 26-12, du hast dein Matchblatt geschaut, hast du so euch erwartet? Nein, niemals so hoch natürlich. Wir haben an der Aufstellung gesehen, dass es sehr gute Kämpfe gibt, knappe Kämpfe wahrscheinlich. Es ist aber von unserer Seite her gut gelaufen. Wir konnten ihre stärksten Ringer im Schach behalten. Und uns haben eigentlich ein paar höhere Siege feiern. Und das gibt schlussendlich auch eine rechte Differenz. Wer hat von Willis alle Seiten überrascht? Ja, Überraschung war sicher, dass der Timi im ersten Kampf gerade so hoch gewinnt gegen Stefan Imholz. Das war von unserer Seite her eine Überraschung. Und natürlich ein super Start. Und das ziehen natürlich die anderen mit. Das zeigt auch der Blick auf die einzelnen Begegnungen. In der Kategorie 57 kg Freistil gewinnt der Willisauer den Timo Zetter gegen Stefan Imholz souverän durch technische Überlegenheit 16-0, satte 4 Punkte aufs Mannschaftskonto von Willisau. Bei 61 kg Greco realisierte Tobias Portmann gegen Sven Gamma einen 6-4 Punktesieg, 2-1 Mannschaftspunkt für Willisau. B
Bei 65 kg Freistil muss der Kilian Arecker im Duell gegen Simon Gehrig mit einem 4:5 knapp den Kürzeren ziehen. 1:2 Punkte für Schattdorf. Ebenso der Roger Heiniger im 70 kg Greco gegen Matteo Dodos. 6:9, also 1:2 Mannschaftspunkte für Schattdorf. Der Manuel Jakob lässt keine Zweifel offen. 15:0, damit technische Überlegenheit und 4:0 Punkte für Willisau. Der Samuel Scherer hält gegen Nicolas Christen einen 8:4 Punkte Sieg. 2:1 Mannschaftspunkte für Willisau. Der Stefan Reichmuth schickt den Zberg ins Tal der Tränen. 19:4, damit technische Überlegenheit 4 für Willisau, aber immerhin 1 für Schattdorf. Der Jonas Bossert hat im Duell gegen Rudi Appert einen klaren 7:1 Punktesieg, 3:1 für Willisau. Der Marco Riesen zeigt Grösse beim Elias-Kampf, 16:0 technische Überlegenheit, 4:0 Punkt für Willisau. Hingegen klein beigeben musste Martin Steiner gegen Schattdorfer Trainer Michael Jauch. Er verliert 2:7, 1:3 Mannschaftspunkte für Schattdorf zum Schlussresultat von 26:11. Und der Sieger heißt Formel Tobias! Der Schattdorfer Trainer Michael Jauch zu den einzelnen Kämpfen. Angefangen beim Timo Zeder gegen Stefan Imholz. Sicher ein schwieriger Kampf für Imholz, Stefan. Man weiss sicher, dass der Zeder Timo eigentlich ganz stark ist. Ganz jung, wirklich ein super Talent in der Schweiz. Und Stefan ist auch eher ein älteres Eisen, das wir noch haben. Das ist auf uns der Präsident eigentlich vom Verein. Und er hat sicher, sicher schwierig, mit so einem jungen Top-Athleten noch mitzuhalten. Aber für uns ist sicher, dass er noch immer auf Matten steht und die Kämpfe macht. Ist eigentlich zweimal ein bisschen knapp gewesen, hätte vielleicht auch mit ein bisschen mehr Willen, hätte vielleicht noch einen Punkt können machen, aber ist sicher eigentlich, das ist klar, also sicher verdient der Sieger der Zeder Timon. Ja. Wie sieht der Trainer seinen eigenen Kampf gegen Willisauer Martin Steiner? Das ist sicher von meiner Seite aus eigentlich ein guter Kampf gewesen, von mir. Ist sicher der Steiner Martin ist sicher ganz ein unangenehmer Gegner, man weiß aber nicht so richtig, was er macht und so. Aber ich hatte ihn eigentlich wirklich sehr gut im Griff und eigentlich am Anfang souverän eine Fähre gehen und dann die Punkte eigentlich langsam ein bisschen ausbauen. Und schlussendlich eigentlich eine 3-1 gewinnen, was sicher für mich eigentlich ja, gut ist. Nachher im zweiten Kampf auch ein guter Start von Martin gegen Michi. Hat das auch gut, sehr gut gemacht, hat können punkten. Und im dritten natürlich, als der Tobias gegen Sven gewinnt, das ist natürlich, da hatten wir einen richtigen Lauf gehabt. Der Tobias Portmann gegen Sven Gamma. Ja, das ist sicher ein Kampf, wo man eher das Gefühl hat, dass man gewinnen kann. Sicher eben auch, der Portmann Tobias ist sicher auch ein junges Talent. Sven Gamma ist sicher, ja, ich sage es nicht mehr so jung, aber sicher auch eigentlich für uns Teamstütze. Letztendlich war es ein knapper Kampf, 7-4 war das Endresultat. Ja, sage, der Sven ist 4-0 in Rückstand, kommt eine super Aktion auf 4-4 an. Und der geht eigentlich im Gegenzug der Portmann Tobias wirklich mit einem super Konter wieder 6-4-4 und der ist eigentlich beim Sven ein bisschen die Luft draussen. Der Marco Riesen gegen Elias Kempf, habt ihr da mit einem Punkt gerechnet? Ja, man rechnet eigentlich immer mit einem Punkt, aber es ist sicher, der Riesen Marco ist über die letzten x Jahre, wahrscheinlich hat er in den letzten x Jahren nie mehr Kampf verloren in der Mannschaftsmeisterschaft. Das ist sicher der Freistilringer, den wir haben. Und der Kämpfer kommt vom Schwingen und ist sicher die letzten Jahre immer besser geworden. Aber da merkt man halt die internationale Klasse von Riesen Marco schon. Und ist sicher durch Elias ist zweimal knapp noch Traxie-Punkte zu machen und das ist sicher auch schon etwas für ihn. Ja. Eben der Marco Riesen nachher gegen Elias Kempf. Das hat man natürlich ein bisschen erwartet, dass es dort eine klare Sache gibt. Und er hat das auch souverän gelöst. Mhm. Danach hat der Kilian Arecker gegen Simon Gehrig. Ja, dort hätten wir eigentlich mit einem Sieg gerechnet. Der Kilian war noch dran. Es hat einen sehr knappen Kampf gemacht, hat nicht ganz gelangt. Ja, wäre können wir noch besser, aber es war ein knappes Resultat und von dem her auch kein Unglück. Danach hat der Kilian Arecker gegen Simon Gehrig. Ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht mit dem Dodos, der danach kommt, eigentlich die Überraschung heute Abend. Hätte man sicher nicht unbedingt gerechnet, dass Simon gewinnen kann, aber er war super eingestellt und das Power von Anfang bis zum Schluss. Ja.
12 zu 6 Pausenstand etwa in den Erwartungen? Ja, das war schlussendlich etwa in der Erwartung. Sicher wären wir lieber näher dabei gewesen, aber ja, wir hätten da noch mehr in Rückstand gehen können. Ja. Ich sehe das unverkrampft, ihr habt es geschafft im Halbfinale. Wer hätte das gedacht? Oder? Für euch ist alles gut. Ja, das ist sicher, unser Ziel war sicher auf jeden Fall der Halbfinale. Wir sind eigentlich noch nie im Halbfinale. Und das ist sicher eigentlich das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass wir eigentlich in einem Halbfinale sind. Und ist sicher, ja, sagen, wir können eigentlich nur noch gewinnen. Und jetzt, der Kampf heute ja, ist jetzt halt nicht auf unserer Seite gehalten, aber wir müssen sicher auch das Positive rausnehmen und einfach weiterkämpfen. Wir haben noch 3 Kämpfe und dann geht es sicher noch 2 Mal um eine Medaille. Dann werden wir sicher noch einmal volle Kanne gehen. Nach der Pause ist es weitergegangen. Jonas Bassett gegen Rudi Appert. 15 zu 7. Ja, der Rudi ist natürlich ein sehr unangenehmer Gegner. Er ist stark verstanden. Es ist sehr schwierig, gegen ihn Punkte zu machen. Und der Jonas hätte es dann aber können. Er hat auch am Boden können Punkte machen und ist schon gleich mal in Führung gegangen. Hat dann nachher eigentlich das können souverän über die Zeit bringen. Nach der Pause eben Jonas Bassett gegen Rudi Appert. Ja, das war dann wieder ein Kampf, wo man sicher ein bisschen gerechnet hat, dass man eine Chance hat zu gewinnen, der Rudi. Der hat halt Rudi eigentlich am Anfang ein bisschen blöd Punkte abgegeben und gegen Jonas, wenn der in Führung ist, nachher gewinnt er eigentlich nicht mehr. Das ist, der weiss, wie die Führung über die Runde schaukeln. Klare Sieg, ja. Beim nächsten Kampf können das auch ein Goal zufrieden sein, der Roger Heiniger gegen Matteo Dodos. Da bin ich sicher auch sehr zufrieden mit dem Kampf. Ist, nur gerade in der Vorrunde hat er eigentlich gegen den Heiniger Roger mit einem 4-0 verloren, also mit einem Eingepunktet. Und jetzt die Wende bringen und den Sieg kann holen, ist natürlich wirklich die Top-Leistung heute Abend von unserer Seite. Ja. Der Roger Heiniger gegen Matteo Dodos. Da hätte er es auch anders erwartet, oder? Er hat in der Vorrunde gegen den Gleichgegner schon gerungen, hat ihn dort klar gewonnen gehabt. Der Dodos ist aufstrebend, er ist stark. Der Roger hat eigentlich am Anfang sehr gut gerungen, hat sich dann aber 2-mal im Kreuz verwutschen und hat dann so Punkte abgegeben. Wir hätten auch natürlich auf einen Sieg gehofft gehabt, trotzdem ist der Schaden auch so in Grenzen geblieben. Dann ist es wieder ein wenig zufrieden weitergegangen. Technische Überlegenheit Stefan Reichmuth gegen Heinz Berg. Ja, sage, mit dem hätte man auch ein bisschen rechnen müssen. Es ist für uns auch wieder ich sage, der Punkt, den er noch macht. Schlussendlich ein 4-1 wichtiger Punkt für uns gewesen. Ja, wenn man es von hier her anschaut, schreibe ich ganz klar ein 4-0 für Reichmann. Aber ja, mit 4-1 sind wir sicher gut, sind wir sicher zufrieden. Ja. Beim Ringen wird zugepackt. Nächste Woche der Halbfinal-Rückkampf von Hergisil in Chriesern und von Willisau in Schattdorf. Ob es drunter und drüber geht, warten wir es ab. Spannend jedenfalls die Ausmarkung um den 3. und 4. Platz, voraussichtlich zwischen Chriesern und Schattdorf und dann natürlich um ein Final zwischen Hergiswil und Willisau. Gegen Willisau. So, auch die beiden Mannschaften werden sich gegenseitig verabschieden. Und wir 1150.